Weiß ich noch nicht, ob der Spaß macht. Dann gibt's ja erst ab 25. Was bloß Thema? Es ist die Landwirtschaft. Es ist nicht der Landwirtschaftssimulator. Es ist ganz was anderes. Es ist ein ganz anderes Spielprinzip. Aber es macht schon Spaß. Es ist nicht so schlecht, wie wir die meisten am Anfang gesagt haben. Ja, das ist jetzt zwar, wie gesagt, das ist ganz anders aufgebaut, das Spiel. Du darfst da nicht so viel oder du solltest da nicht viel selber machen wie bei LS. Aber es ist nicht schlecht, das Spiel. Also mir gefällt es ganz gut. Ist nur, auf die Dauer ist es sehr langweilig, weil du immer das Gleiche machst. Du stellst den Helfer, du lässt den Helfer arbeiten, der Helfer ist fertig und du machst den Tag vorwärts, dann kommt das Gleiche wieder. Also von daher, es ist ganz ein anderes Prinzip, aber es ist nicht übel. Sagen wir es so. So, bin gleich wieder da. Na, wenn du selber fährst, schon, aber wenn du deinen Helfer einstellst, nicht. So, bin ich wieder da. Danke, danke.
Ja, darf man das? Gibt es aber ja auf der Autobahn oben. Ja. Und die hat das Netzteil in der Box. Ist kleiner. Gibt es in verschiedenen Farben. Soll ein bisschen schneller sein als die alte, aber da ist drauf geschissen. Ich finde das schon wieder kacke, wenn das Netzteil innen drin bleibt. Das finde ich schon wieder überhaupt nicht gut. Nee, kommt die ganze Kiste weg. Und so kannst du das Netzteil wenigstens nur wechseln. Warum? Ja, das haben sie halt für PlayStation. Habe ich jetzt schon öfters gehört, ja. Trotzdem gibt es genügend, die sich ein PS holen. Ja. Ich ja nicht. Du hast bei manchen Spielen Exklusivsachen, die du sonst nicht hast. Ich finde den Aufschrei aber so lustig bei Division.
Na? Division hat ja einen Exklusivdeal mit PC und Microsoft und bringt die ersten zwei DLCs, also das erste hat es einen Monat eher auf die Xbox gebracht, als wie auf die PS. Und das zweite kommt auch wieder einen Monat eher. Ja. Ja, die nutze ich auch nicht. Ich finde das aber lustig, wenn es dann Vergleiche mit Destiny ausstellen. Weil Destiny muss ja auf den PlayStation Exklusiv-Content ein Jahr warten.